nicht elf. Claudio ist ein Hacker und Open Source Entwickler. Er forscht über private Sachen und Sicherheit und er ist auch ein Kernmitglied von HoneyNet Projekt für Menschenrechte und spezialisiert sich in Überwachung und hilft Dissidenten und Journalisten. Und heute gehen wir durch viele Beispiele von gezielter Überwachung durch Staaten rund um die Welt und wir werden sehen, wie wir das konkret verändern können. Vielen Dank und willkommen, Claudio. Hallo zusammen. Also ich sehe erstmal im Moment noch gar nichts. Bin ein bisschen geblendet. Ich habe es ein bisschen geändert, worüber ich reden wollte. Ich habe gedacht, dass ich über Überwachung spreche und über Menschenrechtsverteidigung und Angriffe verschiedener Art. Und in den letzten Jahren haben wir ziemlich gute Beispiele gesammelt, was das eigentlich bedeutet und was diese Angriffe machen und wie die aussehen, wie die durchgeführt werden und haben das erforscht. Ja, jetzt, ich habe mich umentschieden. Ich werde nicht darüber jetzt genau reden, was ich über diese Fälle reden. Ich möchte lieber darüber reden, was ich in den letzten Jahren darüber gelernt habe und was es für mich bedeutet hat, dass ich irgendwie damit mich beschäftigt habe. Ja, kurze Einführung. Ich heiße Claudio, ich bin Hacker und etwas Journalismus mache ich manchmal. Ich arbeite bei Citizen Lab als Forscher und arbeite noch beim Center for Internet and Human Rights. Ja. Zuerst mal fangen wir damit an, mit der Massenüberwachung. Wir haben darüber schon viel gesprochen, viel darüber gelernt in den letzten Jahren. Wir haben viel dafür gekämpft, dass die Öffentlichkeit davon erfährt und sich damit beschäftigt. Snowden hat dafür sehr viel getan und viel Material veröffentlicht und es wurde viel darüber gesprochen, aber im Allgemeinen war das halt einfach das Hauptthema in den letzten Jahren. Es gab ein paar allgemeine Erkenntnisse darüber. insgesamt kann man sagen, das ist alles nicht so toll gelaufen. Im Allgemeinen möchte ich sagen, dass wenn man mit der Öffentlichkeit direkt darüber spricht. Also, dass es jetzt mehr um gezielte Überwachung geht und nicht um die Metadaten. Und dass die Metadaten, dass die Sammlung von Metadaten irgendwie okay ist und dass da nichts mit falsch ist. Und ich bin dazu gekommen, dass es eigentlich ein großer Fehler ist, da so zu denken. Wo es zu Massenüberwachung kommt, haben wir ein paar politische Verbesserungen, ein bisschen politischen Diskurs gehabt, zum Beispiel in Deutschland. Und ihr seid wahrscheinlich auch die Einzigen, die so ein bisschen was dagegen gemacht haben. Aber wir. Also das Größte, was dabei rauskommt, ist halt auf der Technologieseite. Und da war viel Arbeit dabei, bessere Privatheit, Technologie zu schaffen, mehr Sicherheit, sicheres Messaging und ganz viel davon wurde bestimmt als Reaktion gegen die Massenüberwachung gemacht. Das Ergebnis davon war, dass Verschlüsselung irgendwie wichtiger wird und das ist eigentlich eine gute Sache, weil man kann nicht alles auf einmal lösen in Sachen Massenüberwachung, aber es ist die richtige Richtung, in die es geht und die Richtung, die gerichtete Überwachung. Wenn man mit spezieller Überwachung oder über Massenüberwachung spricht, dann kann man sie leicht unterscheiden. Aber unter den technischen Aspekten, dann
interferieren sie miteinander, also die arbeiten miteinander zusammen und ja. Als Beispiel haben wir über große Programme was kennengelernt und innerhalb dieser Programme werden verschiedene Dinge gemacht, nämlich zum einen wird in allgemein überwacht, aber auch in spezielle Computer eingebrochen, in End-User oder in die Backbones. Diese verschiedenen Typen von Aktionen hängen im Endeffekt miteinander zusammen. Wenn man in einen Computer einbricht, dann versucht man im Endeffekt doch wieder an größere Netzwerke zu kommen. Und andersrum wäre man vielleicht nicht an diese Netzwerke gekommen und man wollte vielleicht eigentlich Massen überwachen. Und meistens wird diese spezielle Überwachung gerechtfertigt mit Terrorismus. Vor einigen Monaten haben wir gelernt, dass es 1 Million Menschen gibt auf der FBI Terror Watchlist, auf der FBI-Liste. Das sind 1 Million Menschen, eine riesige Anzahl. Ja, das richtige Problem, das Hauptproblem ist, es ist gut, dass wir die Leute dazu bringen, zu verschlüsseln. Es ist gut, dass wir sie dazu bringen, darüber nachzudenken, was Anonymität im Netz bedeutet, aber das reicht halt einfach nicht aus. Wie ich vorher erwähnt habe, über Verschlüsselung, dann sollte man die Angreifer dazu bringen, dass sie nicht mehr so stark das Netz überwachen und dass sie so viel erfahren über die Leben Einzelner. Ja. Die einen, die es nicht schaffen, geheim zu kommunizieren und sicher zu sein. Das wird einfach nicht funktionieren und das ist nicht übertrieben, wenn wir darüber reden, dass wenn Leute, die außerhalb unseres Feldes kommen, dass die Leute, die überwacht werden und aus verschiedenen Gründen, wissen wir ja nicht, die darüber reden, dass es paranoid sei, aber das ist es halt eigentlich nicht. Aber diese Leute kriegen halt ernsthafte Konsequenzen, wenn sie nicht vernünftig verschlüsseln und hat ernsthafte Gründe. Wir haben darüber lange geredet und wenn ihr euch dafür interessiert und die menschliche Story damit, haben ich und Morgan vom Lab das auf dem 30C3 gezeigt und viele von diesen menschlichen Geschichten präsentiert und wenn euch das interessiert, könnt ihr das auf YouTube und so weiter halt wiederfinden. Aber ich möchte trotzdem noch mindestens ein Beispiel bringen darüber, was wir zu tun haben. Ja, in den meisten Fällen, wenn wir darüber nachdenken, über Überwachung oder über spezielle Überwachung von Einzelpersonen, dann reden wir immer über Regierungen, die das tun. Und es geht um Geheimdienste und so weiter von sowohl demokratischen als auch nicht demokratischen Staaten. Ja, und meistens denken wir über das Hacking-Team nach und in der Realität sind das eher Ausnahmen und das ist ein gutes Beispiel, was wir vor einer Weile gefunden haben. Das Citizen Lab hat etwas im Dezember letzten Jahres veröffentlicht und diese Forschung hat eine neue Art der Überwachung gezeigt. Es ging um Syrien. Es geht um eine Stadt in der Nähe von Aleppo. Und da geht es dann halt irgendwie darum, wie diese Region verwaltet werden soll, also Schulen zu schließen, Dissidenten zu unterdrücken und die Menschen, die gegen das Assad-Regime kämpfen, werden halt unterdrückt. Es gibt eine Gruppe von Aktivisten in Raqqa, die haben erstmal gesagt, wir waren Aktivisten gegen das Assad-Regime, aber irgendwann kam halt ISIS und dann mussten wir halt wechseln
Und das ist halt irgendwie teilweise noch mutiger, indem wir einfach alles veröffentlichen, was ISIS in unserer Stadt macht. Und das haben sie gemacht. Sie benutzen das Internet natürlich. Und sie machen halt Bilder und Videos in den Straßen und zeigen, was da gemacht wird, wenn jemand exekutiert wird, wenn etwas in der Stadt passiert. Und jetzt zeigen sie dann online. Und das bekommt ziemlich viel Medienaufmerksamkeit in und außerhalb des Landes. Und die werden halt stark verfolgt und einer von ihren Mitgliedern wurde angeblich sogar auch gefunden und exekutiert. Also die verstecken sich alle. Die können das natürlich nicht öffentlich machen. Und manche von ihnen mussten sogar schon das Land verlassen. Und weil sie sich verstecken vor ihren Feinden, also gut, das kannst du natürlich nicht genauso wissen, aber das kann man stark annehmen, haben sie halt angefangen, digital das digital rauszufinden und digital kommt es immer darauf an, die gezielte Überwachung loszuwerden. Und Leute benutzen halt E-Mail und dieser E-Mail steht ein ganz fein hergestellter Inhalt. Und sollen dann sich mit Syrern in Kanada, die da mitmachen wollen. Und denen wurden halt gefragt, diesem Entwurf mitzuschreiben. Und das ist eigentlich eher ein Stück Malware-Slideshow. Und Teile der Gruppe wurden auch durch Facebook verfolgt. Wenn du das File öffnest, dann siehst du halt ein paar Bilder von Syrien und da sind so ein paar Markierungen, zum Beispiel amerikanische Bombenangriffe, also angeblich natürlich, und Stellen, wo Exekutionen passieren. Und man kann da so ein bisschen durchscrollen. Und wenn man diese Bilder öffnet und diesen Chartcode zu öffnen ist, natürlich erstmal herauszufinden, wo die Individuen sind, ist erstmal überhaupt nicht sehr fancy. Es hat nichts mit Keylogs zu tun oder Bilder, Schnappschüssen oder sowas. Es geht einfach nur um basische Informationen. Wo sind sie und sind sie online und schicken sie das über E-Mail? Und das war halt schon genug, um möglicherweise herauszufinden, wo die Leute sind, die in dieser Gruppe sind und wer das ist. Und siehst du, wie das fortschreitet, es fängt mit einer E-Mail an und dann sterben halt Leute davon, was passiert. Sterben wegen irgendwelchen technischen Problemen, weil diese Actors halt irgendwie fähig sind, sie online zu verfolgen. Und das ist sehr interessant, das ist nämlich sehr unkonventionell von dem, was wir meistens beobachten. Und da sind ein paar Sachen, was wir davon lernen können, zum Beispiel, dass wir nicht immer über Regierungen reden. Das sind die großen drei Akteure, die wir da finden, wenn wir da suchen. Zum Beispiel natürlich erstmal Nation. Das ist natürlich das Verbreiteste. Also Regierung, vor allem nicht demokratische, aber auch demokratische, die gezielte Überwachung benutzen, um Netzwerke von Menschen, die in politischen Aktivismus verstrickt sind, auszubringen und sie zu finden und ins Gefängnis zu bringen. Und das sind natürlich auch Söldnergruppen, zum Beispiel Black Hats, die ihre Dienste natürlich meistens wieder an Nationen verkaufen, wo man es zum Beispiel in Iran sieht und anderen Gruppen in Ländern in dem Bereich, wo der Staat eigentlich nicht wirklich die Ressourcen dafür hat und dann passiert dann das sehr oft. Und dann haben wir natürlich auch die elektronischen Kriegergruppen, Militias, die mit einer bestimmten politischen oder extremistischen Bewegung zusammenhängen und da einfach mitmachen und dann einfach die Opposition zerstören. Eine Sache, die ich noch verstanden habe noch über die Zeit, ist, dass es, dass man sich da, dass man, dass es einfach sehr viel bequemer ist, gezielt zu überwachen, als eine Massenüberwachung zu machen, weil es einfach viel weniger Bürokratie braucht.
Also wenn du jemanden oder eine Gruppe von Menschen überwachst, dann musst du dich nicht mit den Mobilnetzwerk-Providern zusammentun. Du musst die ganze Bürokratie nicht durchgehen und die ganze Oversight kannst du einfach übergehen. Und du brauchst einfach nur einen Weg, um einen Exploit irgendwie rüberzubringen und den auszunutzen. Und das funktioniert dann über lange Zeit, aus guten Gründen. Ähnlich haben viele Länder einfach keine richtigen Legislaturrahmenwerke dafür. Und in Deutschland ist es schon relativ kompliziert, aber wenn man zum Beispiel in Italien guckt, gibt es halt keine Gesetze, die einfach sagen, dass man diese spezielle Technologie benutzen dürfen. Die sagen auch nicht, das ist Technologie und wie müssen wir so und in diesen Kontexten benutzen wir sie. Das gibt es einfach nicht. Wie es einfach benutzt wird, ist durch Wiretapping und also ähnliche und Archive, die hergestellt werden, als Technologie noch ganz anders war. Als Politik, die wie sie jetzt existiert, noch gar nicht, und Technologie, wie sie jetzt existiert, noch gar nicht als möglich wahrgenommen wird. Und wollen wir das wirklich regulieren? Das debattieren wir seit ein paar Jahren und in Italien und in Europa und natürlich meistens in den Ländern, wo wir herausgefunden haben, dass die da mitmachen und diese Sachen benutzen. Wir haben sehr viel über Exportkontrollen geredet. Also wenn die ganze Situation ein bisschen verfolgt, dann gibt es aber viele Diskussionen um diese Kontrolle herum. Und da war nicht so viel Diskussion darüber, wie die eigentlich jetzt schon in unseren Ländern benutzt werden. Also wir reden und stellen Gesetze her und darum, wie wir darum kümmern können, dass unsere Länder die Techniken, die wir entwickeln, nicht benutzen, was eigentlich schon ein bisschen heuchlerisch ist. Aber ich selbst finde es eigentlich recht gefährlich, Regulation einzuführen und sehr schwer zu kontrollierende und sehr invasive Technologien zu regulieren. Da muss sehr stark drüber nachgedacht werden. Also wenn ihr das einmal etabliert, dann können wir es nicht wieder wegnehmen. Und das Schlimme kann natürlich passieren, dass es noch mehr desensitiviert wird. Und das bin mir nicht sicher, ob wir das eigentlich wollen. Vor allen Dingen, wenn die Funktionen sehr mit den Betriebssystemen zusammen tun und das alles abweichen und es einfach keinen guten Weg gibt, das gut zu überwachen. Und interessanterweise, um dieser Diskussion was hinzuzufügen, gibt es in Italien die ganze Hacking-Team-Situation. Da war ein großer Artikel von einem Rechtsanwalt in Italien, der eigentlich sagte, also Italien und andere Länder in Europa, die die Konvention von Budapest von 2001 unterschrieben haben, dass sie eigentlich beschlossen haben, dass alle die Technologie um Computersysteme einzubrechen, eigentlich verfolgt werden müssen. Und das machen diese Firmen eigentlich. Und die Zusammenfassung ist eigentlich, das war eigentlich die ganze Zeit illegal. Es gibt noch eine andere Sache, dass diese Dinge von Firmen, die nicht Regierungsteile sind, hergestellt werden. Also es wird entweder von einer europäischen Firma hergestellt und gekauft und es kostet vielleicht 100.000 Euro, vielleicht 3.000, 4.000, 500.000. Es ist eigentlich für die Diktatoren nur ein Taschengeld. Das Problem damit ist, dass diese Preise sind so gering, dass so viele Regierungen diese Tools verwenden können. Und wir haben uns ein paar Firmen angeschaut, die sowas verkaufen. In Deutschland kennt ihr vielleicht einige dieser Firmen. Es gibt eine Firma, eine deutsche Firma in München. Es gibt verschiedene Exporte aus Deutschland von Fischer und mehrere Infrastrukturen von Fischer über weltweit, auch in nicht demokratischen Staaten.
Ähnlich ist es, wenn man die letzten Monate beobachtet, was da passieren ist mit Hack Team, mit diesem Leak. Sie sind in Italien, in Mailand und sie haben auch dort wieder in die ganze Welt verkauft. Und als das passiert ist, haben die Leute irgendwie bemerkt, ja, oh, da kommt ja auch etwas, wird ja auch was verkauft in die Regimes, in die man nicht für demokratisch hält. Und ja, das hat natürlich viel Aufmerksamkeit gebracht. Eine andere Lehre, die wir daraus gezogen haben über unsere Arbeit, ist, dass diese Tools sehr, sehr effektiv sind. Sie sind ziemlich intelligent geschrieben und entwickelt. Es sind zwar langweilige Dinge, die man beobachtet, aber sie sind gut geschrieben wegen der Metadaten, wegen des Kontextes, um die Opfer zu identifizieren. Man kann normalerweise nicht gut feststellen, dass man überwacht wird. Es ist wirklich schwierig, sich dagegen zu wehren. Und wenn man jemanden entdeckt, also über das Handy, über den Computer, dann kann man wirklich anfangen, viel mehr zu finden, denn Metadaten verraten viel mehr über einen Benutzer als wirklich die genauen Inhalte von Gesprächen. Man kann rekonstruieren, ganze Netzwerke von Menschen aufdecken, anstelle jetzt nur Informationen über Einzelne zu gewinnen. Und auch das zeigen, dass die normalen Leute Verschlüsselung verwenden, ist eine gute Idee, wie schon mal gesagt, aber es reicht halt einfach deswegen nicht aus. Es ist wirklich auch nicht so einfach, das richtig zu tun, auch wenn man das immer wieder zeigt. Es wird immer wieder Fehler gemacht werden. Wie schon gesagt, es ist wirklich schwer dagegen vorzugehen, gegen diese Art der Überwachung, gegen diese Technik. Und noch, was ich schon erwähnt habe, einige Fälle, da waren das eigentlich technisch wie immer uninteressante Sachen nochmal, aber es geht um die Metadaten. Eine andere Sache, die wir noch gelernt haben, dass in verschiedenen Regionen gibt es verschiedene Arten der Überwachung. Wenn man die ganze Zeit beobachtet, wie die Leute überwacht werden, dann gibt es verschiedene Länder, die verschiedene Operationen, also Wege verfolgen, die Leute zu überwachen und zu identifizieren. Ja, es gibt da verschiedene Beispiele. Wir haben viel in China beobachtet und in Tibet auch. Es gab viele Angriffe mit Malware. Sie haben immer standardisierte Malware verwendet. Manchmal wurde die noch verändert. Wenn man den Source Code gesehen hat, hat man halt kleine Veränderungen gesehen. Aber im Endeffekt haben sie eigene Tools verwendet und die konnten wir deswegen gut entdecken und identifizieren. Und wenn man sieht, dass so etwas passiert, dann muss man das unterbinden. Um diese Malware unterzubringen, haben sie einfache Exploits verwendet, also im Prinzip bekannte Exploits, keine sophisticated Angriffe, sondern ja einfach im Prinzip haben sie Briefe verschickt mit Anhängen von Europa oder Amerika mit der Malware im Anhang. Ja. Das ist so ungefähr die Art in China. In Iran läuft das anders. Da sieht man ein bisschen mehr, also verschiedenere Methoden daran zu gehen. Zum Beispiel Delphi und .NET wurden angegriffen. Und da könnte es sein, dass es kleine Gruppen gibt, die diese Dinge entwickeln, diese Technologien der Überwachung, vielleicht schon über 10 Jahre. In Syrien ist ein sehr interessanter Fall. Es ist wirklich schon schwierig für die syrische Regierung überhaupt an Technik ranzukommen. Sie müssen also Dinge aus dem Iran verwenden oder sie müssen irgendwie frei zugängliche Tools aus dem Internet holen. Und
Syrien wurde nie trainiert, diese Tools auch gut zu verwenden. Und deswegen ist es eigentlich eine gute Sache. Denn sie haben im Endeffekt immer wieder die gleichen Angriffe, die bekannten Angriffe verwendet. Und im Allgemeinen kann man sich zwar ein bisschen darüber streiten, aber es macht es etwas schwierig für uns, zu wissen, wer jetzt was machen, weil im Prinzip benutzen alle diese Tools weltweit. Und wenn man so einen Angriff sieht, dann ist es schwierig zu entscheiden, ob es wirklich mit Syrien zu tun hat. Südamerika kommt, benutzen viel Hacking Team und Finfisher, benutzen aber auch viel Java Rats. Ganz einfache Hintertüren mit Java, basische Dinge, Keylogging, sowas. Und das immer über mobil Devices zugreifbar und es ist immer so ein bisschen ein Muster, selbst in mehreren Ländern in Europa, in Südamerika. Und das ist recht interessant und das erforsche ich noch, wie das läuft. Ein anderes Beispiel, wo wir ganz viel gearbeitet haben, ist Bahrain. In Bahrain haben wir eigentlich angefangen, diese ganze investigative Forschung zu machen. Zwischen 2011 und 2012 waren diese Proteste im arabischen Frühling, wo viele Angriffe passiert sind gegen politische Dissidenten und Aktivisten, die da mitgemacht haben. Und viele wurden eigentlich schon mit Finfisher angegriffen. Und da konnten wir Finfisher das erste Mal in der Wildnis beobachten und das hat eine große, mehrere Jahre lange dauernde Forschungsarbeit ausgelöst. Wenn wir das ausgucken, ist es ein bisschen weniger geworden, wahrscheinlich auch durch die Medienaufmerksamkeit, die durch unsere Veröffentlichung einfach entstanden ist. Die benutzen jetzt einfach verschiedene Techniken und eine der interessantesten ist auch einfach soziale Engineering durch soziale Medien, zum Beispiel Twitter und Facebook, und einfach nichts anderes zu machen, als diese Fragen einen Link zu öffnen. Und der Link wäre einfach eine ISP-Spy-Instanz. Und das kann ganz schnell passieren und überall eingebunden werden, wo man dann ganz schnell die IP-Adresse rausfindet von den Leuten, die die Seite öffnen. Und man kann schnell rausfinden, welche IP-Adresse gehört, wem gehört, dadurch wem die IP-Adresse durchgeschickt wurde. Und das gilt oft für Nutz gegen Leute, die Bilder und Nachrichten und danach protestieren, eingesetzt. Und was auch interessant ist, ist eine interessante Lehre, ist, dass Exploits nicht so häufig sind, wie man denkt, und Zero Days noch viel weniger. Und die meisten Zero Day Attacks, also die meisten Attacken passieren durch Social Engineering und einfach Phishing und Spyware wie Hacking Team, Finfisher. Und es gibt da nicht so schrecklich viele Ausnahmen und Pearl-Phishing. Was sehr interessant ist, das wird nämlich wenig bedacht, wenn man heute anguckt, wie Regulationen über Exploits und Computerforschung verwendet werden. Und natürlich muss man trotzdem Ausnahmen machen. Es gibt dann immer so ein paar Situationen, wo dann trotzdem Zero Days benutzt werden. Und das sieht man oft in China. Meistens nicht unbedingt gegen die zivile Gesellschaft, sondern gegen einzelne Akteure. Wir wissen, dass das Hacking Team und diese ganzen Firmen Zero Days haben, aber das benutzen sie wohl nur manchmal, um den Profit zu vergrößern durch den Verkauf davon. Also, drink more water. Kommen wir jetzt so zu dem Part, wo ich mich über Dinge beschwere, warum ich Sachen tue, wie ich es tue, was ich oft gefragt werde. Das erste ist natürlich, dass alles, was wir tun, was, wie ich denke, politische Bedeutung hat. Und vor allen Dingen, wenn ich mit technischen Menschen zu tun habe und Computerforschern und ich denke, alle hier und Leute hier im Camp sind dann eine Ausnahme. Ich denke, Leute, die hierher kommen,
sehen nach, was das für Implikationen hat für soziale Sachen. Aber die meisten technischen Leute sind es halt nicht. Manchmal halt auch überhaupt nicht. Und wir fühlen uns nicht alle gleich. Vor allen Dingen nicht in der US-zentrischen Sicherheitsindustrie. Da sehen wir, was nicht normal ist, ist das irgendwas, was sich von der puren Hardcore-technischen Aspekten wegnimmt und dass du dich wegbewegst davon, ein Hacker zu sein oder ein Security-Typ zu sein, dazu ein Aktivist zu sein. Und das habe ich oft gesehen. Und das finde ich ist doof, dass die Leute nicht politisch sein wollen. Und ich finde, es ist doof, weil jeder beschäftigt ist politisch. Wir haben nicht unbedingt alle hier die gleiche politische Einstellung, aber jeder hat eine politische Einstellung. Und das habe ich daran gesehen, dass applaudiert wurde. Und es kann nicht sein, es wird nicht so sein, dass jeder das gleich macht, aber im Endeffekt stellt sich irgendwann heraus, dass jeder politisch ist. Und wir müssen das herausstellen, dass wir alle politisch sind und dass wir in einem sehr politischen Kontext tätig sind. Cybersecurity ist ganz weit oben auf der Liste. Wir leben in einer Zeit, wo wir jeden Tag in den Medien darüber lesen, dass es Probleme mit der Internetsicherheit gibt, mit der Sicherheit in der IT. Und wenn man die Dinge veröffentlicht, die eine Regierung tut auf diesem Gebiet, dann ist das politisch. Und die letzten Jahre etwas nicht zu zeigen, ist genauso eine politische Geschichte. Ich weiß nicht, in den letzten 5-6 Jahren, wie viele Berichte gab es über die Hacks von Chinesen, von Russen, wenn man alles wegnimmt, was die Amerikaner, die Engländer oder die westlichen Staaten getan haben. Es geht darum, dass die Leute, die darüber Bescheid wissen, eventuell auch Dinge nicht veröffentlichen. Ja, in den letzten 9 Monaten habe ich mich damit beschäftigt, mit einigen Veröffentlichungen, die sich damit beschäftigen, mit der Überwachung und der speziellen Überwachung von den Five Eyes. Wir haben zuerst mal darüber geschrieben mit Jakob Appelbaum und wir haben ein Programm enttarnt, das mit dem Belgacom-Hack zusammen zu tun hat, was ihr von der bestimmt schon gehört habt. Und da geht es einfach, dass da viele Samples bis 2003 zurückreichen oder sogar bis zum Anfang von 2014 reichen, wo wir recht sicher waren, dass das Überwachungsprogramme waren aus diesen Ländern. Und ähnlich dazu haben wir ein bisschen danach mit verschiedenen Leuten darüber geredet haben, wie gut die NSA exploiten kann. Und beide von diesen Veröffentlichungen waren sehr interessant. Wenn es zur Info4Sec-Community, also der Informationssicherheit-Industrie kommt, ist das sehr kritisch und ich war sehr erschrocken darüber, weil viele Leute beschweren sich über diesen Veröffentlichungen und sagen, dass das unverantwortlich wäre, aber gleichzeitig veröffentlichen sie Informationen über fremde politische Agenten, ohne auch nur mit der Wimper zu zwinkern. Und viel kam halt raus darüber, dass ich auf Twitter beschwert habe. Und irgendjemand kam dann zu mir bei Twitter. Ich habe überhaupt nichts gegen Journalisten, das sind ihre Jobs. Ich bin aber anti-Snowden und aber total dafür, Scheiße von ausländischen Diensten zu droppen.
Und wenn er meint, wenn er sich fragt, ob er woanders hingucken würde, wenn seine eigene Regierung das macht, dann würde er sagen, ja. Und das ist nicht nur eine Person, das ist ein Trend, das passiert in der Mehrheit, wenn nicht allen Sicherheitsorganisationen, die sich da beschäftigen. Das ist sehr gefährlich, dass wir Informationen aus anderen Ländern oder sogar mit uns verbündet sind, nicht so auf der politischen Agenda stehen, aber es ist ein Problem, denn was wir da herstellen, ist ein falsches Bild der Welt. Wir hören den gegensätzlichen Block in dieser politischen Landschaft, aber wir hören nicht viel über die anderen. Und wenn wir hören, dass unsere Länder eben noch aggressiver sind und noch mehr da die Sachen benutzen, und besonders in der Zeit, wo wir über Regulierungen und Sanktionen an das Ausland stellen fürs Hacking, dann sollten wir das auch selber benutzen in Europa und in westlichen Ländern. Das ist sonst sehr gefährlich und falsch. Und besonders für mich finde ich das sehr verstörend, denn das ist ein einseitiger, sehr enger Blick auf die Sicherheit von Technologie in der Welt, in unserer Gesellschaft und im Internet. Wenn wir alles sehr einseitig herstellen, wie die Sicherheit ist. Und natürlich muss Sicherheit universal sein. Leute, die in Sicherheitsfirmen arbeiten, müssen transnational arbeiten, also zwischen Nationen. Das Technologie geht über die Grenzen. Wir benutzen alle das Gleiche. Und die Leute, die woanders hacken, kann natürlich genau dasselbe benutzen, was die Leute hier gegen uns benutzen. Es ist dasselbe. Also Sicherheit ist, wenn wir sagen, dass Sicherheit nicht universal ist, ist es überhaupt keine Sicherheit. Und die andere Nachricht, die ich da gelernt habe, die andere Lehre, die ich gelernt habe, ist, dass was wir machen und manchmal was wir nicht machen als Hackers und Forscher hat einen großen Einfluss, Forscherinnen hat einen großen Einfluss auf die Gesellschaft und ziemlich breite Teile der Gesellschaft. Und wenn es darum geht, dann irgendwelche religiösen Minderheiten oder Bürgerrechtsgruppen, die Korruption aufdecken wollen, begrenzen, ist das sehr wichtig, denn nachdem sie wussten, dass sie überwacht wurden, haben sie einfach aufgehört, das, was sie gemacht haben. Sie haben im Journalismus aufgehört und ihrem Aktivismus wegen Angst und vor allen Dingen aus Angst, das Netzwerk, in dem sie sich bewegen, zu kompromittieren. Und oft wurde jemand, der gezielt beobachtet wurde, hat nicht alleine gearbeitet. Und wenn einer isoliert wird, dann wird das meistens auf beste Option gesehen. Das ist es einfach nicht. Das ist oft so. Aber gleichzeitig können wir viel größere Auswirkungen haben auf die globale Gesellschaft, besonders in den letzten paar Jahren. Wassenaar ist kein Thema, was ich sehr mag. Es ist ein sehr kompliziertes Ding. Es ist ein bisschen ein Blog über Privacy, die Kontrollen implementieren wollen, aus sehr ernsthaften Gründen. Es gibt auch einen Blog von Sicherheitsresearchern und technischen Experten, die das machen wollen. Egal, was deine Position ist, egal ob du das damit einverstanden bist oder nicht, ich bin da auch nicht so ganz sicher. Aber was dabei rauskommt bei der Wassenaar Collection, das war ein Arrangement von vielen Firmen, wo es darum geht, Militärequipment zu benutzen und wo auch die Kontrollen dafür eingeführt wurden, Intrusion Software, also einbrechende Software sozusagen, zu verbreiten. Und das war meistens ein Resultat der Veröffentlichungen, die rausgebracht wurden, wie diese Sicherheiten von
verschiedenen Firmen und verschiedenen Kontexten benutzt wurden. Und das haben wir daraus genommen, dass wir als ForscherInnen und Hacker diese durch diese Veröffentlichung einen großen Einfluss machen können. Und dieser Einfluss wurde noch vergrößert auf die höchsten Level von Politik und politischer Arbeit in der Europäischen Union, wo es langsam darum geht, eine Nation dazu zu bringen, ihre Gesetze zu ändern, weil diese Gesetze in diesen Missbräuchen mitgemacht haben. Aber das ist nicht unbedingt gut, aber das zeigt, dass wenn wir da wirklich mitmachen, wenn wir diese Informationen veröffentlichen und dann darin aktiv sind und Feedback geben dazu, wie Regulationen auch für die, die gezielt, die davon betroffen werden sollen und wir wie Forschende sind, können wir da einen guten Einfluss auf diese Gesellschaft haben. Und ich wiederhole mich da, aber besonders jetzt, da es diese Regulation gibt, ist es sehr kritisch, dass es ist natürlich total langweilig, diese scheiß Regulation zu lesen mit diesen hunderten Seiten von der Europäischen Union und deinen eigenen Ländern. Das ist natürlich sehr langweilig, aber wenn wir das machen, nicht machen, dann macht das halt sonst keiner für uns. Und das ist sehr kritisch, dass wir das machen und damit machen. Also, ich komme so langsam hoffentlich zum Ende. Ich habe noch ein paar bisschen Zeit für Fragen. Ich hoffe, das klappt. Warum ich das jetzt so mache, ist meistens einfach zweiseitig. Erstens, dass es erstmal so menschliche Kosten sind, durch die Überwachung, da habe ich drüber geredet. Aber für mich bin ich auch zu einem Punkt gekommen, wo die technische Analyse und die technischen Aspekte einfach viel weniger interessant und relevant sind und es einfach mehr um politische Analyse geht. Und das ist vor allem so, weil ich damit mit diesen Kosten, die damit verbunden sind, diese Sachen zu benutzen, selber bemerkt habe. Und der zweite Grund ist, dass, weil ich mir sehr besorgt bin über die Verbreitung von Überwachung, vor allen Dingen von gezielter Überwachung generell. Und das habe ich als über Regulation, Legitimation, aber ich bin auch besorgter über diese Imbalance, die wir da beobachten, dass die zeigt, dass mit genug Mühe und Forschung, wo es darum geht, Software zu knacken und Protokolle und Verschlüsselung und so weiter. Und dass es eher sehr wenig Mühe gibt, um Sicherheit zu bauen und Probleme zu fixen und ja, da Strategien zu schaffen. Und leider ist weil wir da einfach nicht mitkommen. Das meiste kommt aus der Free Software Community und wir können da nicht so richtig was gegen machen. Das ist sehr inbalanciert und ich bin da sehr besorgt drüber. Und was machen wir damit? Natürlich erstmal denen helfen, die gezielt werden. Das ist natürlich sehr offensichtlich. Und da sind viele von. Es gibt eine große. Die Gesellschaft braucht viel technische Expertise für Aktivistengruppen und Journalisten und so weiter und so fort. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verbreiten. Und das ist vor allen Dingen, weil technische Leute sollten sich in politischen Aspekten einbringen. Das Zweite ist, dass indem wir diese Forschung machen und indem wir diesen ganzen Leuten das beibringen und irgendwelche Reporte und Informationen veröffentlichen immer wieder, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was wir machen können, um dieser Missbrauch von Technologie entgegenzustehen. Ein bisschen ökonomischen Druck auszuüben ist sehr, sehr wichtig. Immer wenn wir irgendwas veröffentlichen, immer wenn wir ein bisschen Aktivismus betreiben, verbrennen wir es. Und dann, wir machen es immer teurer für sie, und die gleichen Taktiken wieder gegen uns zu benutzen. Und es macht es einfach teurer. Und wenn es es nicht teurer macht, macht es wenigstens nicht billiger. Meine Hoffnung ist wenigstens, dass wir das immer weitermachen
Und ja, manchmal ist das trotzdem sehr langweilig. Du siehst immer wieder die gleichen Sachen, wenn du in dieses Feld reingehst. Vergiss darüber, dass du irgendwelche krassen Software-Teile oder Malware oder Exploits schreibst. Aber das wird nicht passieren. Du siehst die langweiligste Scheiße aller Zeiten. Aber das Wichtige ist nicht, dass es nicht technisch, sondern es ist politisch in diesem Bereich, wo ich das gerade beschrieben habe. Und wenn wir das immer machen und weitermachen, dann kommen wir nicht dahin, wo es so einfach ist, diese Sachen zu benutzen, dass es einfach immer passiert. Ohne Kontrolle. So, Menschenrechtsverteidiger werden angegriffen und brauchen viel technische Expertise und brauchen viel Software, vor allen Dingen wegen des Fehlen der Sicherheit, Sichtbarkeit von Bedrohung, sorry. Und das zweite ist, dass die meisten einfach nicht so fähig sind. Da gibt es einfach wenig IT-Stuff oder überhaupt keine Security in diesen Bereichen. Das reicht einfach nicht. Also, wo ich also hin möchte, ist, dass wir als Gemeinschaft, wir zusammen wichtige Veränderungen machen können. Wir haben die Expertise, wir haben die Daten, wir haben die Sichtbarkeit, was passiert rund um die Welt, weil für manche von uns ist das einfach so der Job. Und es geht nicht immer nur darum, das zu forschen in der Bürgergesellschaft, sondern wir stolpern einfach ab und zu drüber. Und auch wenn das ab und zu einfach so sinnlos ist für Sicherheitsfirmen, finden wir raus, dass die das oft benutzen gegen Leute, die in der Bürgergesellschaft arbeiten. Also habe ich darüber nachgedacht, wie wir dieses Problem angehen wollen. Und eine der Lösungen ist, lass uns versuchen, Leute zu bootstrappen. Also einfach alle einzubringen, auch InfoSec und was auch immer. Tu dich mit Menschenrecht zusammen zu tun, zusammen mit Privatsphäreorganisationen, diesen ganzen Leuten, die da sind und eure Erfahrung brauchen. Und lass uns versuchen, ein bisschen Bewegung zu machen, eine Plattform zu schaffen für Menschen, dass sie zusammenkommen können. Und wenn ihr nur 2 Stunden in der Woche habt, um da irgendwie mitzumachen, zum Beispiel wenn ihr ein Beta-Tester seid und einfach nur 2 Tage in der Woche, Stunden habt, am Samstag, wo ihr nichts zu tun habt, das ist vielleicht einfach großartig, indem ihr einfach eine Webseite von irgendeiner Medienfirma testet, die da sonst gar keine Ressourcen für haben, weil sie einfach Korruption aufdecken müssen und so weiter. Und das Klatschen ist genau richtig. Also wir wollen was Praktisches machen. Es ist nicht so einfach. Und ich weiß gar nichts darüber, Gemeinschaften zu bauen. Und ich möchte auch gar nicht in der Position für sein. Ich möchte diese Situation benutzen, um zu diskutieren und herauszufinden, wie wir da zusammen dran arbeiten können an Dingen, die einfach wichtig sind. Wichtiger sind als irgendwelche blinkenden Kisten für irgendwelche Security-Firmen, damit die sich sicher fühlen. Also haben wir was gemacht. Es ist ein Anfang. Wir bauen eine zusammenarbeitende Wissensbasis sozusagen. Und manche wissen was, manche arbeiten an Sachen seit einer Weile. Und da ist jetzt noch kein großer Zentralplatz, wo dieses Wissen aufgesammelt wird. Das versuchen wir zu bauen. Und die Idee ist, zu versuchen, diese Informationen zu sammeln über Überwachungsfirmen, Verschlüsselungsgesetze, was auch immer, alles, was irgendwie geschafft, eine Geschichte zu bauen, wie es diese negativen Effekte in der Welt passieren. Wir haben also ein bisschen was aufgebaut, wir haben ein bisschen was konstruiert, und versuchen, das auf dem Technical Contact Village zu diskutieren. Es ist ganz einfach, Datenstrukturen zu organisieren für Leute, die da mitmachen wollen. Und ich zeige euch da gleich ein Beispiel.
Es geht um einen Node.js API Server mit einem Frontend. Das zeige ich auch gleich. Und der Anfangspunkt ist, eine Plattform zu schaffen für alle Leute, die die Daten angucken wollen, die da interessiert sind. Und wenn ihr irgendwelche Attacken lesen wollt, dann guckt ihr auf dieser Website und könnt das dann öffentlich dokumentieren. Das könnt ihr dann analysieren, erforschen und mehr Sachen finden und dann das größere Bild damit zu bauen, das wir jetzt noch nicht haben. Wir haben also ein paar Repositorien, also Datenpakete, wie wir sie nennen, die einfach ein paar Stück Daten repräsentieren, die irgendwelche File-Hashe extrahieren, die seit 2 Jahren benutzt werden. Das war großartig und ich hoffe, dass Leute das benutzen. Und andere Leute haben geguckt, wie Sachen aus Firmen zu extrahieren, die Sachen überall auf der Welt verkaufen. Und Maria hat gearbeitet an einer Repository-Liste von Security-Herstellern und ein bisschen rauszufinden, wie das miteinander zu tun hat, und wollen das ein bisschen präsentieren, sodass da ein guter Überblick passiert darüber, was in verschiedenen Ländern passiert, und hoffentlich ein kleines Beispiel dafür. Wenn du da reingucken willst und da mitmachen willst, ist das hier die GitHub-Organisation. Das ist ein breiter Name, wir wollen auch viele Seiten damit zusammenbringen. Das ist die Karte, die wir haben. Ich habe das jetzt gerade quasi zusammengebaut, aber du merkst schon irgendwie, wir brauchen halt irgendwas, womit wir dann diese Daten angucken können, über diese ganzen verschiedenen Länder in der Welt. Und suchen dann durch eine API, durch GitHub, Sachen und extrahieren dann diese Daten über bestimmte Firmen oder Länder oder so. Und wenn du dann interessiert bist an bestimmten Ländern, dann klickst du einfach drauf und guckst, was wir da alles haben. Was wir da alles für versteckte Organisationen haben und so. Das war ganz kurz, weil wir jetzt keine Zeit mehr haben. Und ich noch ein paar Fragen beantworten wollte. Zusammen damit ist eines der großen Probleme, mit denen ich besprochen habe, ist, dass wir noch nicht so sichtbar sind mit Leuten, die in der Bürgergesellschaft arbeiten. Wir sehen keine Angriffe. Die Leute haben die Expertise und das Wissen einfach nicht, um herauszufinden, wann jemand kompromittiert ist. Das braucht Zeit und die Leute, die zu uns kommen, sind meistens false positives. Und wir wissen, was passiert, aber Leute, die da den Zugang zu haben, sehen das oft. Und Leute, die in der Infosec-Industrie arbeiten, die eigentlich normalerweise Spione sind, aber manche von diesen Individuen haben eine Verantwortung und veröffentlichen Sachen und kommen dann oft zu mir und arbeiten mit mir. Und das ist ein bisschen sind ein paar Daten, denen du bestimmt was du anfangen kannst. Das wird gegen Leute benutzt, Journalisten oder Aktivisten in diesem Land. Und da kannst du bestimmt was mit tun. Und das war sehr hilfreich. Und es gibt andere Situationen, in denen sowas passieren kann, auch mit anderen Instanzen. Und wir bauen dann diese Missionsplattform für alle, die nicht ihren Namen auf sensible Teile von Daten bauen, stellen können. Da ist dieses Onion, dass du besuchen kannst. Wir akzeptieren alle möglichen Daten. Wir hoffen, dass wir verschiedene Leute und Organisationen aus verschiedenen Backgrounds, aus verschiedenen Themen zusammenkriegen und da mitmachen und diese Daten auch annehmen. Wenn du zum Beispiel eine Organisation bist, die zum Beispiel gegen Zensur arbeitest, und wenn ihr dann lernt, wie verschiedene Länder versuchen, Zensur zu betreiben, und könnt das dann organisatorisch erforschen und dadurch eine ganze Community bauen. Das ist eigentlich ganz einfach, da seht ihr ein paar Beispiele. Du gibst einfach eine kurze Beschreibung darüber, was da los ist, und das File, was du hochlädst, und dann geht's auch gut. Und das war's dann auch schon. Hoffentlich ist das ein Startpunkt.
Und das ist wirklich was sehr Einfaches, aber das hofft, ich hoffe, das hilft einfach einigen Leuten, um mehr zu forschen und über diese Sachen herauszufinden und über die Zeit rauszuschaffen, dass diese Community dann aus uns allen wächst und wir dann gute Dinge für sie tun. Das habe ich nicht alleine gemacht. Das möchte ich allen Leuten danken, die mir da geholfen haben über die Jahre. Vor allen Dingen Brandon Novak. Brandon, wenn du vielleicht aufstehen könntest. Er hat die ganzen letzten Tage verbracht, mehrere Stunden pro Tag, diesen Zeug zu bauen, in JavaScript, wo ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Also vielen Dank. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie das funktioniert, und können wir gerne zusammenkommen und darüber zusammen dann diskutieren. Das war's, also vielen Dank fürs Kommen. Also wenn ihr ein paar Fragen habt, kriegt ihr vielleicht noch ein bisschen Zeit. 4 Minuten haben wir noch, also vielen Dank. Also vielen Dank. Jetzt ist Zeit, um Fragen zu stellen. Wir haben 2 Mikrofone auf der linken und auf der rechten Seite. Bitte kommt vor und stellt eure Fragen. Ja. Gibt es Fragen? Ja, dann scheinbar nicht. Ja, danke nochmal. Also vielen Dank. Danke an Claudio für seinen Vortrag.